gleich aussehen. Danke Ihnen auch. Danke. Von hier bis zum Maisfeld, bis zur Straße und dann gehen wir erstmal geradeaus durch. Nimm mal bitte in der Kette einmal Platz ein, damit wir die Abstände da haben. Versucht auf einer Höhe zu bleiben. Und was? Gefunden. Du die Dinger? Ich habe jetzt mal ein paar Stäbchen mitgenommen.
Ja, genau. Als wir hier eingetroffen waren, waren halt zwei Flugzeugteile, also zwei Maschinen waren aufgefunden worden. Einmal eins an der Brücke zu unserer rechten Seite und auf der linken Seite am Feldrand war eine weitere Maschine gefunden worden. An der Maschine am Bach war sofort auch die Person dabei, die Verstorbene. Die weitere Person wurde halt im weiteren Verlauf, also nach 20 Minuten, wurde die halt in einem Waldstück gefunden. Da konnten wir halt, was ich ja gerade schon gesagt, nicht zuordnen, dass die wirklich halt zu den Absturz gehören. Haben wir in einem Waldstück gefunden, ca. 200 Meter entfernt von der Absturzstelle. Ist leider auch verstorben und demnach fordern fahren wir jetzt unsere Einsatzkräfte hier massiv zurück. Gibt es jetzt also schon Erkenntnisse, woher die Maschinen stammen, die heute wohl kollidiert sind? Ja, meine Informationen kommen die aus den Niederlanden, aber weitere Informationen, ob die Personen auch aus den Niederlanden stammen, das haben wir noch nicht vorliegen. Wie haben Ihre Maßnahmen heute über den Tag hier ausgesehen? Ja, wir haben im Endeffekt erstmal gesichtet die Einsatzstelle, haben die verstorbene Person an dem ersten Flugzeug her gefunden. Die zweite Person war auch relativ schnell gefunden worden in dem Waldstück, nur man konnte da nicht eindeutig zuordnen, dass diese Person dem Absturz zuzuordnen ist. Deswegen war man im Endeffekt immer noch von einer weiteren Person ausgegangen, die zu suchen ist. Und deswegen war auch der große Kräfteeinsatz mit Hunden etc. hier erforderlich. Mit wie vielen Kräften und unter welcher Beteiligung, von welchen Stellen waren Sie also heute hier im Einsatz? Ja, die Feuerwehr Dülmer hat mit 35 Kräften hier vor Ort. Es waren mehrere Rettungsmittel, zwei Rettungshubschrauber hier im Einsatz, eine Hundertschaft der Polizei und die Rettungshunde der Polizei waren hier im Einsatz. Ob die Maschinen aber jetzt im Borkenberge zwischengelandet waren, das wissen Sie nicht? Ja, das weiß ich leider nicht. Aber beide aus Niederlanden? So war meine Information. Kann man etwas zu dem, zu der Identität der Opfer sagen? Nee, das habe ich keine Information. Wie sieht die weitere Arbeit jetzt aus? Müssen die Trümmer also liegen bleiben, bis die Stelle für Flugunfalluntersuchung kommt? Genau, da sind noch Spezialstellen informiert worden durch die Polizei. Die Polizei klärt gerade, inwieweit wir da noch was bewegen dürfen und unterstützen dürfen bei der Ermittlung hier, ne? Dass da vielleicht noch Papiere der Personen gefunden werden können und so weiter. Das klärt sich gerade. Ansonsten werden wir als die Kräfte hier massiv zurückfahren, dass dann nur noch eine Löschgruppe hier vor Ort bleibt und die restliche Arbeit übernimmt dann die Polizei. Die Toten sind also beide geborgen? Ja, genau, richtig. Frei zugänglich.